anything, I guess. Hello. Hoffe, ja, es geht gut. Ich bin sehr froh, dass ich kann heute mit Ihnen arbeiten mit Validation. Vor 10, 15 Jahren, wir sterben, wenn wir sind 70. Wir haben gesagt, dass Lungenentzündung ist ein Freund für alte Menschen. Weil wir sterben von Lungenentzündung mit unserer Kontrolle intakt. Aber jetzt die Ärzte lassen uns nicht mehr sterben. Wir leben bis 90 und 100. Diese Frau hier ohne Falten, sie hat mir gerade ihren Namen gesagt. Vor einer Minute. Oh mein Gott, was ist ihr Name? Ich habe ihren Namen vergessen. Lieber Gott, ich habe Alzheimer-Krankheit. In einer Woche würde ich ein lebender, toter Mensch irgendwo in dem Bett in den Altenheim liegen. Oh Gott, es geht sehr schnell. Mein Körper weiß nicht, dass ich zitter, ich schwitze, ich habe ganze Haut, weil ich habe so Angst vor Alzheimer-Krankheit. Vielleicht mein Körper denkt, ein Tiger springt in dieses Zimmer und macht mich tot. So mein ganzer Körper macht sich bereit für das Kampf. Wenn wir sind in hohem Stress, alles geht sehr schnell. Mein Herz klopft sehr, sehr schnell. Meine Adrenaldrüse spritzt Adrenalin und Cortisol in meinen ganzen Körper. Und das Cortisol geht jetzt zu der Hippocampus von meinem Gehirn. Der Hippocampus ist das Teil von dem Gehirn, wo Erinnerung ist sehr wichtig. Cortisol zerstört die Neurone in der Hippocampus. Ich habe jetzt 100 von Neuronen verloren in mein Hippocampus, wo Erinnerung ist so wichtig, weil ich habe so Angst gehabt. Und das muss nicht sein. Ich könnte diese Neurone sparen, wenn ich hätte gesagt, okay, du hast ihren Namen vergessen, du hast keine Alzheimer-Krankheit, du bist nur alt. Du hast Altenheit. Das ist eine neue Diagnose. Altenheit. Nicht Alzheimerheit. Wir haben alle Sympathie, Mitleid für diese alten Menschen. Aber mit Validation, man muss Einfühlungsvermögen haben. Und das ist Empathie. Mit Sympathie, die Technik, manchmal, sie funktionieren. Der Mensch sitzt sich. Aber 3 Minuten später, wo ist meine Mama? Wo ist sie? Sie sind überflächlich. Ist das richtig? Dann bitte korrigiere mich. Ich will lernen, besser Deutsch zu sprechen. Oberflächlich, diese Technik. Aber mit Einfühlungsvermögen, die Technik wird immer funktionieren, wunderbar. Mit Einfühlung, mit Sympathie, man fühlt für diese alte Mensch. Mit Einfühlungsvermögen, man fühlt echt, was dieser alte Mensch fühlt. Obwohl man hat selbst nicht erlebt, was dieser alte Mensch hat erlebt. Man fühlt mit ihm, nicht nur für ihn. Und dann mit Einfühlungsvermögen, die Technik von Validation, sie funktionieren bald immer wunderbar. Validation ist ein holistisches Modell. Man schaut den ganzen Mensch an, dass man kein Einfühlungsvermögen haben. Sie waren erfolgreiche Menschen. Sie haben Businesses, Families, sie waren produktiv ihr ganzes Leben. Aber sie waren nie verantwortlich. Nie ehrlich mit ihren starken Emotionen. Vor 80, 90 und 100 Jahren, sie haben diese starken Emotionen unterdrückt, kontrolliert. Und jetzt mit dem schlechten Gehirn, im hohen Alter, sie können diese Emotionen nicht mehr kontrollieren. Und sie wollen diese Emotionen nicht mehr kontrollieren. Wenn wir starke Emotionen unterdrücken, sie wachsen in uns. Sie werden stärker und stärker. Aber wenn ich kann diese Emotionen ausschütten zu jemandem, der hört an, mit Gefühl, ich fühle mich so viel leichter, wohler.
Ich weiß, Ihr Name ist Barbara. Ich weiß, Sie sind ein Kontrollerin, vielleicht in diesem Altenheim. Ich weiß den Tag, ich weiß das Datum. Aber ich finde etwas in Ihnen, das erinnert mich von dieser Frau, mit wem mein Mann macht Hanky-Panky. Okay? Schauen Sie diese Barbara an. Sie trägt immer diese sehr enge Pullover. Warum? Hä? Sie will, dass die Männer ihr Kleider wegreißen und ihr kleine Titties zwicken. So, wenn man weiß nie, was kommt raus von alten Menschen. Ja? So, wenn Sie sind peinlich, ich fühle mich wunderbar. Je schlechter Sie fühlen, der besser ich fühle. Ich sollte meine Wut und meine Eifersüchtigkeit ausschütten als die Frauen, mit wem mein Mann macht Techtelmechtel und mit meinem Mann. Aber ich habe alles unterdrückt. So jetzt, ich benutze Sie als Symbole. Und Sie sind ein Supermensch, ein Engel mit einer Cape, Superlady. Ich tue Sie weh. Aber Sie wissen, es ist nicht persönlich. Vielleicht Sie wissen nicht, was mein Mann ist getan, aber Sie wissen, ich bin eifersüchtig an jemand in meiner Vergangenheit und es ist sehr stark. So, Sie helfen mich, dass ich kann meine Emotionen ausschütten. Und das ist wirklich Liebe. Wenn Sie fühlen sich ein bisschen verletzt, verletzt ist richtig, ja. Aber Sie können mich anhören, obwohl Sie können sich zentrieren und anhören. Und das ist Liebe. Wirklich? Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein, 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 nein. Es lohnt sich nicht, es macht nichts aus, was dieser alte Mensch sagt. Man diskutiert nicht. Nein. Ja, nein. Und man lügt nicht. Aber jetzt, ich bin eine alte Frau, die Kinder sind weit weg, kann nicht mehr backen, ich zitter und jedes Tag etwas geht los mit mir. Wie gehe ich um mit so vielen schlechten Sachen? Was ist meine einzige Abwehr? Was tue ich? Ich beschuldige andere Menschen. Ich muss es tun, weil wenn nicht, ich kann nicht leben. So, man muss nicht akzeptieren, wo ich bin. Die Ersten sagen, ich bin paranoid. Ich muss beschuldigen, das ist mein einziger Weg. So, man muss mich akzeptieren, wo ich bin, als alter Mensch. Man muss mich validieren. Das Konzept von Symbole ist sehr wichtig in Validation, dass man kein Einfühlungsvermögen haben für diese alten Menschen. Ein Symbol ist etwas wie ein Ring oder jemand wie Sie heute, der steht am Stelle von etwas oder jemand von der Vergangenheit. Die Leute bringen die Vergangenheit zu heute mit ein Symbol. Dieses Ehering ist ein Symbol. Ein Ersatz für alle die wunderbaren Sachen in mein Leben, das ich habe nie gehabt. Die Hochzeitsreise, schöne Kleider, das Haus beim Meer, Spaß, Musik, das ist mein Ehering. Das ist ein großes Ziel in Validation, dass Sie haben Freude in Ihrer Arbeit, dass Sie kommen heim, nicht ausgebrannt. Oh Gott, ich will nie mehr, es war so schrecklich. Jeder Moment kann nicht wunderbar sein mit alten Menschen, das ist schwer. Aber wenn man hat drei echte Kommunikation, man geht mit dem Rhythmus von drei Leuten und es ist echt, man kommt heim mit Energie, was diese alte Frau Feil hat zu Herrn Schmidt gesagt, oh, es war lächerlich. Man kommt heim mit guten Gefühlen und das ist ein großes Ziel. Und wenn ich nicht rebelliere, wenn ich bin 35, wenn ich bin 42, ich gehe in eine Midlife-Crisis, ich sage Bye-Bye zu meinem lieben Mann. Und wenn ich nicht rebelliere, wenn ich bin 42, wenn ich bin 94,
Ich habe das Rucksack von Wut. Und ich fluch, oder wenn ich habe meine sexuelle Emotion nicht gut genug ausgeschüttet, ich stick meinen Schniedel raus, ich nehme meine Kleider ab. Dann was tun wir? Oh, Herr Schmidt, tun Sie deine Kleider ab. Wo ist das Medikament? So, wenn Sie haben Ihre sexuelle Emotionen nicht genug ausgeschüttet, tun Sie es jetzt. Tun Sie es nicht jetzt. Validation braucht nicht viel Zeit. 5 Minuten ist ganz genug. Aber es braucht Energie, weil man muss echt sein.